Eine vergessene Weihnachtstradition ist die Ernennung eines Lords der Missherrschaft während dem Mittelalter. Er wurde nicht nur als Organisator von Weihnachtsveranstaltungen angestellt, der die Gäste in Stimmung brachte und betrunken machte, sondern er wurde auch der vorübergehende Spottkönig des Königshofes mit seiner eigenen Gefolgschaft und er wurde der Star in vielen Weihnachtsveranstaltungen. Der Sturz dieses Weihnachtskönigs kam bald nach seinem goldenen Zeitalter. Folgen wir seinen Weihnachtsscherzen durch die Jahrhunderte. Willkommen zu History Tower. Ursprung der Weihnachtskönigstradition. Die Dezemberkönigstradition kann bis zum römischen Dezemberfest Saturnalien zurückverfolgt werden, mit der Ernennung eines Königs von Saturnalien. Diese Tradition erschien wieder am französischen Königshof als Weihnachtsbohnenkönig mit einem Kuchenspiel. Wer im eigenen Stück Weihnachtskuchen eine Bohne fand, wurde zum Weihnachtskönig. Dem englischen Königshof gefiel das Spiel, sodass Edward II. Und sein Sohn Edward III. Diese Kuchenkönig-Tradition in ihre Weihnachtsfeiern während dem 14. Jahrhundert aufnahmen. Bevor diese Tradition davor war, vergessen zu werden, wurde sie an öffentlichen Schulen und den Universitäten Oxford und Cambridge im 15. Jahrhundert wieder aufgenommen. Der erste Tudor-König Heinrich VII. Liebte diese Tradition und stellte einen Lord der Missherrschaft und einen Abt der Unvernunft für fast jedes Weihnachten ein. Sein berüchtigter Sohn Heinrich VIII. Setzte diese Tradition fort mit glamourösen Weihnachtsfesten, mit dem Lord der Missherrschaft unter Hunderten von Partygästen bei den Banketten, Veranstaltungen und Tänzen bis 1535 oder 1536. Der Lord der Missherrschaft war extravagant gekleidet, um herauszustechen. Mit Bändern und Spitze, Glöckchen, Juwelen, Gold und Silber. Unterbrechung. Die Historikerin Dr. Susanna Lipscomb nannte das Jahr 1536 das Annus Horribilis von Heinrich VIII., weil es ein Jahr des Horrors und der Tragödien am Hof war, als der König beispielsweise seine zweite Ehefrau Anne Boleyn mit Hilfe von erfundenen Anklagepunkten im Mai enthaupten ließ, danach sofort ihre Dienerin heiratete und seinen einzigen Sohn Heinrich Fitzroy im Juli verlor, gefolgt von einem ausgeweiteten Zivilprotest im Herbst neben anderen Ereignissen. Es war dieses Jahr oder das Vorjahr gewesen, als er die Weihnachtskönigstradition ausgesetzt hatte. Der Lord der Missherrschaft erschien erst wieder während der Herrschaft von Heinrichs Sohn Edward im Jahr 1551 und verschwand nach Edwards Tod im Sommer 1553 vom Tudorhof. Goldenes Zeitalter des Lords der Missherrschaft. Edwards Herrschaft markiert das goldene Zeitalter des Lords der Missherrschaft. Der Hof steigerte den Glamour, die besonderen Veranstaltungen und die fröhliche Gesinnung für die Herrschaft seines Weihnachtsprinzen. Nachdem der König oder sein Rat den Lord der Missherrschaft ernannt hatte, wurde der Meister der Lustbarkeiten informiert, dass sie zusammenarbeiten würden. Der Meister der Lustbarkeiten war der Leiter der Planung und Finanzierung von Hofveranstaltungen. Er leitete zum Beispiel Feste, Festumzüge, Maskenbälle und Spielkämpfe für die Weihnachtsfeierlichkeiten. Zusammen entwickelten sie aufwendige und nie zuvor gesehene Weihnachtsveranstaltungen. Ein Höfling namens Georg Ferrers wurde 1551 zum Lord der Missherrschaft ernannt.
Er spielte seine Rolle so gut, dass er nicht nur mit einer großzügigen Bezahlung für seinen Dienst belohnt wurde, sondern auch für die nächste Weihnachtssaison zum Lord der Missherrschaft ernannt wurde, nur um dann mit der Schenkung von einem Anwesen in Flamstead in Hertfordshire noch großzügiger belohnt zu werden. Seine Weihnachtsspektakel mussten unglaublich beeindruckend gewesen sein, wie auch die wenigen zurückgebliebenen Berichte zeigen. Als Edward VI. Seine Weihnachten im Greenwich Palast in London verbrachte, betrat Georg Ferrers den Königshof unter einem Baldachin, der wahrscheinlich den königlichen Baldachin imitierte. Der Lord der Missherrschaft führte den Vorsitz bei betrunkenen Maskenbällen, Spielkämpfen, einem griechischen Ball, Maskenbällen mit Affen, Dudelsäcken, Katzen und Figuren, die halb Mensch, halb tot waren. Neben den Festumzügen fand auch ein spöttisches Mitsommernachtsfest statt, mit einem Spottturnier, für das Steckenpferde organisiert wurden. Der Höhepunkt war wahrscheinlich der öffentliche Umzug des Lords der Missherrschaft in London im Jänner 1552. Dieser Umzug war eine Parodie der traditionellen Königsumzüge als aufwendige und glamouröse Festzüge mit einer riesigen Gefolgschaft. Der Lord der Missherrschaft legte mit einem Kahn an der Anlagestelle vom Tower von London an, mit einem großen Gefolge aus Rittern und Höflingen auf Pferden, Ratsmitgliedern, Adligen und Narren. Ihr Weihnachtsumzug in der Stadt London zeigte alle in kostbaren Gewändern, während sie von Musikern, Tänzern und Jongleuren begleitet wurden. Nachdem sie Cheapside erreicht hatten, wurde auf einem Schafott eine Bekanntmachung über den Weihnachtskönig verkündet, vor der symbolischen Enthauptung eines Weinfasses, um alle mit einem Getränk zu erfrischen. Danach wurde der Lord der Missherrschaft vom Bürgermeister von London auf einem Fest begleitet. Daraufhin besuchte er den Schatzmeister in Austin Friars, bevor er zum Anlegeplatz am Tower von London zurückkehrte und mit dem Kahn zum Greenwich Palast zurückfuhr, wo der Königshof während der Weihnachtssaison wohnte. Am Dreikönigsabend vervollständigten ein Turnier, eine Aufführung, ein Spielkampf, ein Maskenball und ein Bankett mit 120 Gängen die Weihnachtszeremonie. Georg Ferrers nutzte seine Erfahrung als Lord der Missherrschaft auch für die Weihnachtsspektakel im nächsten Jahr und beeindruckte den Hof mit aufwendigen Veranstaltungen voller Glamour und Spaß. Der Dreikönigsabend im Jahr 1553 endete mit einer Umzugsaufführung von römischen Göttern. Das war das letzte Mal, dass der Lord der Missherrschaft den Vorsitz über herausragende Weihnachtsspektakel hatte, weil sein Auftraggeber, der minderjährige König von England, bald schwerwiegend krank wurde. Sturz des Lords der Missherrschaft. Vor Edwards jungem Tod im Sommer 1553 hatte er seine Cousine zweiten Grades, die 16-jährige Jane Grey, als seine Nachfolgerin ernannt. Jane Grey wurde enthauptet, nachdem Edwards Halbschwester Maria den Thron erobert hatte. Maria stellte nie einen Weihnachtskönig an, beauftragte aber stattdessen den Meister der Lustbarkeiten mit den Vorbereitungen für die Weihnachtsfeierlichkeiten. Ihre Nachfolgerin und Halbschwester Elisabeth ernannte nur ein einziges Mal jemanden als Weihnachtsprinzen, ihren Favoriten Robert Dudley, um vom Weihnachtsabend bis zur Dreikönigsnacht mit Pomp, Glamour und Feierlichkeit zu herrschen. Der Lord der Missherrschaft war im Jahrhundert von Elisabeths Tod beliebt in öffentlichen Schulen, Universitäten und Gerichtshöfen in London während des 17. Jahrhunderts. Ein Lord der Missherrschaft musste 1628 sogar verhaftet werden wegen der Gelderpressung von Bürgern. Während dieser Zeit waren Streiche, exzessives Trinken und wildes Verhalten für den Lord der Missherrschaft üblich.
Noch der Stuart-König Karl I. stellte 1635 einen Lord der Missherrschaft für die Weihnachtsfeier von seinem Neffen ein, aber die Tradition verebbte mit König James II. Verschwinden des Lords der Missherrschaft. Sogar bis ins 19. Jahrhundert war das Kuchenspiel mit versteckten Bohnen, Erbsen, Ringen oder Fingerhüten eine verbreitete Tradition bei privaten Zusammenkünften, um einen Weihnachtskönig oder einen Weihnachtskönig und eine Weihnachtskönigin zu ernennen. Der Lord der Missherrschaft verschwand letztendlich von den Weihnachtsfesten im viktorianischen Zeitalter.